Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Baublog hier bei Kirmes Aktuell vom Nürnberger Frühlingsfest 2019. Und ja, es sind 6 Tage vergangen mittlerweile, wir haben heute Freitag und es hat sich wieder einiges getan, wie schon unschwer zu erkennen ist. Sind Sie beim Riesenrad schon deutlich vorangekommen? Da sind Sie jetzt kurz davor, die Gondeln zu montieren. Die Gondeln sind auch schon da, werde ich euch dann gleich auch noch zeigen. Ja, ansonsten, es hat sich trotzdem auch schon was getan an den Festzelten. Es sind weitere Schausteller, kleinere Betriebe auch angereist. Autoscooter wurde angefangen aufzubauen. Ja, wir werden jetzt einfach mal wieder hier über den Platz schauen. Ich mache eine kleine Runde erst einmal. Ihr bekommt ein paar Aufnahmen und wir sehen uns dann gleich irgendwo nochmal wieder. Ja, an dieser Stelle muss ich jetzt mal ganz kurz meinen Rundgang unterbrechen, um euch etwas zu zeigen. Denn hier im Hintergrund schon zu sehen, die Fläche, wo sonst eigentlich normal so Wildwasserbahn oder mal die wilde Maus steht. Und hier wird jetzt in diesem Jahr eben zum 100-jährigen Jubiläum ein Nostalgiebereich mal wieder aufgebaut. Finde ich richtig, richtig cool, auch mit Modellbauausstellung und allem. Und hier schon zu sehen, das wirklich gigantisch große alte Pferdekarussell von Schäfer. Schäfer kommt ja auch mit dem Voodoo-Jumper hier nach Nürnberg und eben auch hier mit diesem Nostalgie-Karussell. Hier ist auch schon so eine ältere Bratwurstbude aus Nürnberg aufgebaut. Also auf jeden Fall, da bin ich sehr, sehr gespannt. Da werden dann auch während der Spielzeit natürlich exklusive Aufnahmen für euch kommen von diesem Nostalgie-Bereich hier. Sieht schon geil aus. Also dieses Pferdekarussell ist schon sehr, sehr schön anzusehen. Ich werde meinen Rundgang weiter fortsetzen jetzt mal. Ihr bekommt wieder ein paar Aufnahmen und dann habe ich vor, mal von einem etwas anderen Punkt mich wieder zu melden, aber dazu gleich später mehr.
Ja, ich bin jetzt hier gerade an einem etwas erhöhten Punkt, wo man eigentlich eine ganz gute Aussicht über den Festplatz hat. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Was ich jetzt bei meinem Rundgang tatsächlich bisher noch nicht gefunden habe, sind die Transporte vom XXL Höhenrausch vom letzten Mal. Muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich die noch, ich bin ja noch nicht ganz durch. Aber die habe ich jetzt bisher überhaupt nicht gesehen. An sich zu erwähnen, es ist nämlich genau an dem Tag, wo ich das letzte Mal hier war, tatsächlich dann der Lageplan rausgekommen. Und ja, dementsprechend, es ist ja auch unschwer zu erkennen, das Riesenrad steht dieses Jahr tatsächlich am Haupteingang. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal hinschauen. Vielleicht finde ich auch noch die Transporte vom XXL Höhenrausch. Ansonsten sehen wir uns dann gleich in der Nähe vom Lieserrad nochmal wieder. Ja, nach und nach kommen immer mehr Transporte vom Riesenrad an, wie hier zu sehen ist. Eben unter anderem auch schon der Kassenwagen, also der Eingangsbereich zum Riesenrad. Und hier drunter verbergen sich die ganzen Gondeln. Und am Riesenrad selbst ist auch schon zu sehen, dass eben die ganzen Ausleger für die Gondeln schon montiert sind. Ihr bekommt jetzt nochmal ein paar Aufnahmen, Detailaufnahmen vom Riesenrad. Und dann ist der Rundgang hier eigentlich auch schon beendet. Wir sehen uns dann ganz kurz nochmal oben am Hügel zur Verabschiedung wieder. Also beim Riesenrad sind sie echt schon ordentlich weit. Da werden jetzt, denke ich, dann auch demnächst, heute oder so, denke ich mal, fangen sie schon an mit den Gondeln. Werdet ihr dann im nächsten Baublock sehen, wie weit sie gekommen sind. Die Transporte vom XXL Höhenrausch von Götzke habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gesehen. Weiß nicht, wo die sind. Vielleicht haben die auch noch einen Platz vorher, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Ja, aber an sich hat sich auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Baublock hier schon einiges getan, definitiv. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das heutige Bauupdate, der heutige Baublock hier auch wieder gefallen hat. Und wir sehen uns bestimmt nächste Woche zu einem weiteren Baublock wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ciao, macht's gut!